Hallo, mein Name ist Evi Bosselmann von www.kreativglück.de und heute wollte ich mit dir hier so ein kleines Muttertagsgeschenk basteln oder auch eine Kleinigkeit, zum Beispiel zum Geburtstag. Das habe ich hier. Das habe ich gestern mit meiner Tochter zusammengebastelt. Ihre Freundin hat jetzt die Tage Geburtstag und das wollte sie ihr vor die Tür legen. Das ist ein Anhänger hier aus Schrumpffolie. Und ich wollte heute mit dir hier diese Muttertagsvariante basteln. Hier habe ich jetzt geschrieben, nur für dich, kann man es so sehen. Genau, so sieht man das ganz gut. Alles Liebe zum Muttertag, nur für dich. Ich wollte jetzt einen anderen Spruch nehmen, nämlich Carpe Diem, was ja so viel bedeutet wie nutze den Tag. Genau, verwendet habe ich hier für den Spruch das Stempelset Wahre Klasse. Da ist der Spruch drin, alles Liebe zum Muttertag. Der ist jetzt aus dem Mini-Katalog, der jetzt von Januar bis Juni Gültigkeit hat, 2020. Dann werde ich für das Herz diesen Stempel hier nehmen, Herzenssache. Dazu gibt es auch passende Stanzformen, die ich genommen habe. Und als Spruch nehme ich dann aus dem Set Gänseblümchenglück den Spruch, wie gesagt, Carpe Diem. Genau, ich würde sagen, ich fange hier erstmal mit dem Anhänger an. Einfach aus dem Grund, damit die Herzen hier dann trocknen können, die ich hier ausgestanzt habe, wenn ich die hier raufgeklebt habe. Das hier lege ich also zur Seite. Das waren so ein paar Muster, die ich gemacht habe. Ich habe es auch erst gemacht, dass ich hier mit dem Rand das noch ausgestanzt habe, aber die Formen, die hat mir jetzt so, die haben sich arg verzogen. Und ja, mal sehen, was ich damit mache. Hier habe ich das einmal probiert, hier habe ich das Herz aufgestempelt und dadurch, dass ja die Stempelfarben von Stamping Up, die sind ja auf Wasserbasis, das habe ich jetzt, das kann sich verwischen und da habe ich jetzt irgendwo in einem anderen Video gesehen, dass man einfach Klarlack vom Nagellack nehmen soll und aber dadurch hat sich das hier erst recht verwischt irgendwie. Und hier, ja, das ist jetzt auch auf Wasserbasis, also irgendwie scheint das fest zu sein. Bei der Variante hier habe ich die Stamping Blends genommen, koloriert und die gehen dann auch ganz gut mit dem Stempel rein, ja, wieder weg, die Farbe von den Stempeln. Ja, das werde ich jetzt hier bei meinem Anhänger auch machen. Genau, wie gesagt, ich habe hier schon mal einiges vorbereitet, hier die Stanzform. Die ist aus den Stanzformen Bonanza Buddies, das ist jetzt auch im Mini-Katalog zu kaufen, gibt bis Ende Juni. Genau, Herzen habe ich mir auch schon ausgestanzt, sie sind auch aus den gleichen Herzstanzformen wie auch das Herz, was ich hier verwenden werde, aus dem Stanzenset Herzlich bestickt. Und hier habe ich schon mal ein paar Herzen vorbereitet und ja, die werde ich jetzt hier mal einfach aufkleben. So, fehlt noch was. Mache ich hier noch ein Herzchen. Und schicke das noch mal gerade so. Abschneiden mache ich das dann, wenn es trocken ist. Genau, ich stempel mir auch schon mal den Spruch drauf. Griffen. So, dafür nehme ich mir hier den Stempel Alles Liebe zum Muttertag. Nehme die Farbe Kussrot. So, hier ist der Stempel schon. Schneide ich das Ganze aus, da lasse ich gleich den Zeitraffer durchlaufen. So,
Der Spruch wäre jetzt auch fertig. Genau. Und dann nehme ich hier die Schrumpffolie daher, die ich habe. Das ist so eine Klarsichtfolie. Die habe ich irgendwann mal auf der Messe, auf der Kreativwelt in Frankfurt gekauft. Das sind 8 DIN A4 Blätter. Genau. Und die soll geschrumpft werden bei 250 Grad Fahrenheit. Er entspricht 125 Grad Celsius. Ich habe mir, bevor ich das gemacht habe, habe ich in einem anderen Video geschaut und da wurde gesagt bei 175 Grad. Und ich habe mal jetzt tatsächlich auch bei 175 Grad warm gemacht. Das dauert so ein paar Minuten im Backofen. Man kann da förmlich bei zugucken. Ich finde auch nicht, dass es stinkt. Manche sagen ja, okay, Kunststoff stinkt, wenn es schmilzt, aber das stank jetzt gar nicht. So, hier habe ich jetzt das Stayson Stempelkissen. Das ist ja auf Alkoholbasis und also nicht wasserlöslich. Und das verschmiert dann hier auch nicht. Stempel mir den Spruch rauf auf die Folie. Aufpassen, dass man nicht verrutscht. Und da ist er. Sieht gut aus, finde ich. So. Genau, das passt dann auch so schön rein. Dann nehme ich mir hier den Stamping Blend, auch in der Farbe Kussrot dunkel ist das. Und dann färbe ich mir hier den Stempel ein. Man kriegt das auch wieder, wie gesagt, mit dem Stempelreiniger sauber. Muss hier ein bisschen schnell arbeiten, da es sehr schnell trocknet, dadurch, dass es ja Alkohol ist. So, und ungefähr mittig. Ich hoffe, das wird jetzt was. Ja, da werde ich ein bisschen schummeln an der Seite. Wobei, das sieht man wahrscheinlich dann auch nicht. Aber ich gucke mal, ob ich das hier noch mit dem Blend hier ausgeglichen kriege. Aber es ist ja auch selbst gemacht, ne? So. Wenn das geschmolzen ist, dann denke ich mal, fällt das weniger auf. So, ich stanze das jetzt mal eben mit der Big Shot auf. So, da bin ich wieder. Genau, unter die Folie, als ich das eben gerade so ausgestanzt habe, habe ich noch ein trockenes Stück Feuchttuch draufgelegt. Man kann vielleicht auch irgendwas anderes nehmen. Einfach, damit ich hier keine Fusseln großartig übrig bleiben. Wenn man stanzt, dann bleibt ja immer sehr viel von dem Plexiglas geht davon immer ab. Also kleine Krümelchen immer. Und gut, dadurch, dass das ja jetzt hier auf Alkoholbasis ist, sollte da auch nichts verschmieren. Dann kann ich hier nochmal reiben. Aber hätte ich das jetzt zum Beispiel nicht gemacht, dann hätte ich jetzt hier deutlich mehr Krümel hinten dran. Genau, jetzt habe ich das soweit alles vorbereitet. Ne, was ich noch vorbereiten wollte, bevor ich das hier im Ofen warm mache, ist, ich habe hier ja das Herz noch mit einem Bändchen verziert. Das habe ich hier auch in ein Stück Kordel. In Flüsterweiß habe ich hier einfach mit den Stamping Blends koloriert. Also ja, angemalt, farbig gemacht und das mache ich jetzt auch und dann kann das nochmal schön trocknen. Genau, ich nehme hier nochmal ein Schmierblatt und genau, das wird einfach so angemalt. Kann man auch andere Bänder, dickere Bänder anmalen, die müssen natürlich heller sein als die Farbe, in der man es dann koloriert haben möchte. Ja, so kann man ein bisschen schummeln, wenn man eine Farbe, Schleifenband nicht hat in der Farbe, die man eigentlich gerne hätte, kann man einfach mit den Blends von Stamping Up die Farben einfach anmalen. Wie gesagt, am besten eignet sich natürlich weißes Band. Das wird dann auch ein bisschen hart, das Band, was ich jetzt aber hier für die Schleife, durch das sie dann immer bleiben soll, nicht schlimm finde. Und es ranzt jetzt auch so ein bisschen hier das Band, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. So,
dann bin ich gleich wieder da und werde das hier einfach im Ofen erhitzen. Bis gleich. So, ich habe noch eine Klitzekleinigkeit vergessen. Bevor es ganz geschrumpft wird, brauche ich natürlich noch das Löchlein. Und dazu habe ich mir hier die Crocodile geschnappt und ein kleines Loch gestanzt. Das muss auf jeden Fall vorher passieren. Dadurch, dass die Folie hinterher ganz dick wird, dann kriegt man da leider kein Loch mehr rein. Vor allen Dingen wird das dann natürlich größer. Das Loch schrumpft ja mit. So, bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, das ist jetzt das fertige Herz. Wundert euch nicht, wenn ihr es im Ofen warm macht. Es verzieht sich total. Man denkt, das geht nicht mehr auseinander. Es zieht sich auch wieder auseinander. Zum Schluss habe ich noch mit dem Kochlöffel das ein bisschen platt gedrückt wieder. Und dann schnell Ofen auf, dass sich das abkühlt. Und ja, jetzt ist es eigentlich ziemlich gerade. Genau, so die Stempel hier habe ich vorhin vergessen sauber zu machen. Das mache ich nochmal schnell. Ja, dafür nehme ich hier diesen Face-On-Reiniger. Und den nutze ich eigentlich immer nur mit Wasser. So, dann sind die auch wieder schön. Das sollte man am besten immer gleich machen. Stempel reinigen. Ja, dann, wenn man hier diese Tinte auf Alkoholbasis nimmt. Genau, so, jetzt habe ich hier meinen vorbereiteten. Oh, meine Finger sind noch ein bisschen feucht. Schneide ich hier die Herzen entsprechend ab. So. Und dann will ich auch gleich noch ein kleines Löchlein hier oben reinstanzen, hier, dass ich hier den Haken hier durchbekomme. Dafür nehme ich hier diese Handstanze von Stamping ab und gucke ungefähr mittig. Also kann man es so sehen. Ja, genau, also so, dass es mittig ist ungefähr. Und es muss recht nah am anderen Loch sein. So. Genau. Hier habe ich so diese Haken, die habe ich mal im Internet bestellt. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wo. Da muss ich nochmal recherchieren. So, jetzt überlege ich gerade. Haha, ich sehe hier gerade, ich habe hier ein zu kleines Loch genommen mit der Krokodil. So, da bin ich nochmal wieder zurück. Und zwar, ich habe es jetzt nochmal neu gemacht, ja. Weil ich wollte ja das Carpe Diem haben mit dem Herz, mit dem größeren Herz. Und das Loch ist jetzt größer. Also man muss dann tatsächlich das größere Loch nehmen von der Crocodile beziehungsweise ein Loch. Das ist ja ein identisches Loch. So, jetzt kommt man auch ganz leicht hier durch. Oder auch nicht. So. Genau, hier wollte ich jetzt noch mal den Faden. Wie man sieht, der ist ein bisschen steif jetzt, der Faden, was ich aber nicht verkehrt finde. Wickle ich mir hier durch, so das hier fest. Gucke, dass ich die Enden etwa gleich lang habe. Mache hier einen ganz normalen Knoten rein. Dann eine Schleife. Muss ich noch mal ein bisschen zurechtzuppeln. So. Schneide ich mir die Enden der Schleife noch mal ein bisschen kürzer.
So. Und damit die Schleife auch fixiert bleibt, mache ich dann Klecks Klarsicht Nagellack drauf. Ich benutze ja so kein Nagellack, aber zum Basteln dann doch, dass die Schleife nicht aufgehen kann. Ich soll ja jetzt immer fest bleiben. Genau. Das lasse ich hier nochmal ein bisschen antrocknen. Hier mache ich mir vom Rand von den Dimensionals was drauf. Das ist mir jetzt zu dick. Ich nehme hier mal ein neues. Da habe ich mir schon was abgeschnitten. Egal, das muss recht dünn sein. Und zwar mache ich das auch nur außen. Dimensionals drauf und ich mache das aber zweimal. Ich klebe das dann gleich doppelt, damit das ein bisschen höher kommt, damit man hinterher hier auch das Herz, also das Ganze hier wieder hier durchbekommt. Das habe ich hier jetzt nicht gemacht. Bei dem Anhänger habe ich das gemacht. Ja, da hat mich meine Tochter drauf gebracht, ja, dass man das ja gar nicht mehr hier durchbekommt. Ich sage, ach doch, eigentlich schon, aber ich dachte, okay, dann machen wir es halt höher. Ja, und das mache ich jetzt hier auch höher. So. Das ist. Und das kommt da drauf. Ich schaue ein bisschen was ab, das war zu lang. So. Genau, jetzt nehme ich mir hier meinen Tag. Dadurch, dass das jetzt hier noch nicht ganz trocken ist, aber annähernd. Mache ich das jetzt hier ganz vorsichtig und zwar friemel ich das hier durch. So, und schon ist das hier fest. So. Und dann klebe ich auch schon meinen Muttertagsspruch auf. So, und dann ist mein kleiner Muttertagsgruß auch schon fertig. Genau, der wird dann zum Muttertag verschenkt. Ich freue mich, wenn dir mein Video gefallen hat. Du kannst dann gerne natürlich auch mir einen Daumen nach oben geben. Freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Besuche mich auf meinem Blog. Wenn du das ein oder andere Produkt von Stamping Up haben möchtest, kannst du die Sachen gerne auch bei mir ordern, solange die natürlich in den aktuellen Katalogen sind. Und ja, ich sage jetzt einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.